Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nochmal Pfingstfest. Ich gratuliere der Kirche sehr herzlich. Apropos Kirche, darum geht es eigentlich an diesem Wochenende. Ist es die Kirche, die für Gott lebt? Ist es die Kirche, die für die Menschen da ist? Große Fragen stellen viele Menschen in unserem Land, aber auch in unserem Kontinent. Du Kirche, wie geht es dir? Welche Antwort würde die Kirche sagen? Chrysostomus, einer der Kirchenväter, hat einmal gesagt, die Welt ist um der Kirche willen geschaffen worden. Das heißt, die Welt lebt wegen und für die Kirche. Stimmt das? Wenn die Welt um der Kirche willen geschaffen worden ist, wie soll die Kirche überhaupt leben? Hatte die Kirche längst Abschied genommen von ihrem Herrn Jesus Christus? Wo ist die Beständigkeit des Glaubens? Wo ist die Freude, die die Kirche ausstrahlt? Ist die Kirche nicht krank geworden? Dass man in sich geschrumpft ist, dass man einfach nicht mehr weiter sich bewegen kann? Was starr ist, soll anders werden. Was krumm ist, soll gerade werden. Was unheil ist, krank ist, soll geheilt werden. Das Pfingstfest ist für mich ein Reformationstag, wo die Kirche immer wieder von dem Heiligen Geist reformiert werden muss. Sonst wird die Kirche nur tot liegen. Wenn wir an diesem Geburtstag der Kirche miteinander dieses geistliche Wort teilen, habe ich auch eine große Bitte an den Herrn Jesus Christus selber. Weil dieser Herr Jesus Christus hatte diese Kirche gegründet. Und alles, was diese Kirche bewirken soll, soll eigentlich von diesem Herrn kommen. Selbst für mich als Priester ist immer wieder die Frage, lege ich Zeugnis ab für den Herrn Jesus Christus? Spreche ich die Sprache dieser Zeit, damit die Welt oder damit die Menschen hören können, was eigentlich der Herr will? Oder versuche ich nur von dem Applaus der Menschen zu leben? Klar, es ist sehr wichtig, dass wir die Sprache der Zeit sprechen. Aber auf der anderen Seite, richtige Sprache hin zu Jesus Christus. Das wäre eine wunderbare Geburtstagsbotschaft für die Kirche. Du Kirche, du bist da mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt zu dir, damit du eben in die ganze Welt gehen kannst, mit der großen Freude, dass Jesus Christus auferstanden ist. Schönes Pfingsten!